und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal, das Körbchen von Herzlack sieht schon richtig traurig aus mit diesen vier einsamen Tütchen. Wir schauen wieder in alle fünf Adventskalender, heute Türchen 21. Los geht's! May hält für uns heute am 21. Dezember wieder eine Kerze vor. Dieses kleine quadratische Kästchen, diese Box verrät es bereits. Schauen wir mal, in welches Land es gehen wird. Wieder das graue kleine Gläschen, was wir schon kennen. Es nennt sich Sparkling Wine. Wir hatten schon mal den Pinot Noir. Jetzt haben wir den Sparkling Wine ganz allgemein. Und zwar eine Special Edition. Ich versuche mal zu schnuppern. Das ist ein ganz frischer, schöner Duft. Da ist noch irgendwas mit drin, worauf ich nicht komme. Das ist nichts Zitrisches. Aber es ist eine leichte Parfumnote, die dort noch mitschwingt. Ich versuche natürlich, etwas herauszufinden zu diesem Duft. Aber bei Special Editions ist das meist etwas schwierig. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das ein sehr, sehr schöner Duft ist. Ein frischer Duft, der passt auch ins Bad zum Beispiel. Bin ich sehr gespannt drauf. Astrid und Mio Adventskalender finden wir die 21 in der obersten Schublade. Jetzt habe ich sie rausgenommen, die noch mal reinbekommen. Wir schauen in Türchen 21 vom Schmuck Adventskalender. Machen wir mal das Kästchen auf. Das fühlt sich wieder ganz klein an und es gibt wieder Ohrstecker, diesmal Zirkonia besetzt. Das sind ganz normale Stecker. Wir haben hier vier Zirkonia in jedem Ohrstecker. Mit kleinen Balken aneinandergereiht. Auch mal eine ganz andere Form. Erneut Ohrstecker bei Astrid and Mew. Aber sehr hübsche, muss man sagen. Weiter zu unseren Parfums. Die 21 haben wir ganz hier rechts. Und das sieht wieder einmal holzig aus. Könnte aber auch Zimt sein. Irgendwie sieht das nach Baumrinde aus. Wir schauen mal und nehmen das Ganze raus. Da haben wir das Fläschchen und es nennt sich Cœur à Cœur. Herz an Herz. Da haben wir tatsächlich auch die Herzen. Wir probieren das Ganze einmal. Oh ja, das ist ein ganz eleganter Duft, den wir da haben. Sehr schön. Also so wie man sich ein klassisches Parfum vorstellt. Ich kann da gar nichts Spezielles jetzt rausriechen, muss ich sagen. Aber das ist ein schöner Duft, ein bisschen schwerer Duft, den man wahrscheinlich eher zum Abend hin tragen würde. Sehr gourmandig. Ein schöner weiblicher Duft in der 21 bei Adop. Was Schönes haben wir heute bei Herzlack dabei. Da haben wir wieder den eingehüllten Lack. Welche Farbe kommt zum Vorschein? Ein Rosaton. Ein richtig schönes, helles Rosa, das auch wieder ganz, ganz viele kleine Schimmerpartikel mit in der Flüssigkeit hat. Schauen wir mal in den Flyer. Sakura nennt sich das Ganze. Also es geht ins Japanische. Die Seele Japans. Erhältlich ab März 2024. Das ist wirklich ein schöner Frühlingsfarbton. Ein warmer, angenehmer Ton ist das. Ich zitiere aus dem beiliegenden Flyer. Die Farbsymbolik. Rosa ist eine sanfte und verträumte Nuance, die eine Vielzahl von Emotionen und Bedeutungen verkörpert. Wie die zarte Kirschblüte selbst strahlt sie Anmut, Zärtlichkeit und Schönheit aus. Sie erinnert an die Hoffnung, die mit dem Frühling einhergeht und die Fähigkeit des Lebens, nach dunklen Zeiten wieder aufzublühen. Eine schöne Farbe für den Frühling. Okay, Louise, öffnen wir die Mitte. Und gleich hier oben kommt die 21 zum Vorschein. Da haben wir die 21. Wir schauen rein. Und es kommt wieder ein kleines Döschen zum Vorschein. The thicker, the fitter.
Eine Ultra Rich Cream mit 20 Gramm. Umso dicker, umso fitter. Das ist wieder P. Louis Skincare. Sehr, sehr süße Aufmachung. Fühlt sich relativ leicht an. Das dürfte ein Plastiktiegel sein und eine Gesichtscreme. Das ist jetzt tatsächlich hier so klein, dass ich es nicht identifizieren kann. Eine Ultra Rich Cream. Ich gehe davon aus, bei 20 Gramm, dass das eine Gesichtscreme ist. Auch was Interessantes zum Ausprobieren. Hier noch einmal der Überblick über den Inhalt der heutigen Türchen. Eine klassische Kerze haben wir über ja, etwas extravagante Ohrringe dieses Mal. Ein sehr schöner weiblicher Duft. Der Lack in Rosa und zu guter Letzt eine Gesichtspflege. Ein schöner Tag, gefällt mir gut und ich freue mich darauf, die Sachen auszuprobieren. Wie hat euch der Inhalt gefallen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich, eure Meinung zum heutigen Tag zu hören. Herzlichen Dank, dass ihr eure Zeit diesem Video wieder gewidmet habt. Morgen geht es weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, bleibt gesund!